Ja, genau das habe ich letztens auch geträumt. Ja, mit mir ist alles okay. Der Stoff war vielleicht ein bisschen hart, aber sonst nur das. alles top. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab keinen Bock mit ihm zu reden, ey. Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Ja, ich bin gerade auf dem übelsten Trip hier. Mission starten. Einladung bitte. Alter Euren Schwede. Mantel bitte, Sir. Nee, danke, das ist mein Lieblingsmantel. Boah, sieht es top aus, ey. Sehr, sehr schick. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Also die Animationen, die sind ja jetzt mal top. Also Uncharted, damit hält das locker mit. Animus Datenbank. Was haben wir denn hier? Theater Royale. Du hast davon vielleicht schon. Ich kann nicht lesen, ich habe es jetzt gerade schon gemerkt. Wenn ich mich so schnell verlese, dann mach ich es lieber aus. Einen Sitzplatz finden. Ja, ich finde King, Junge, mach Platz, Alter! Und da ist ein Sitzplatz. Hier entlang, bitte. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, entschuldige bitte. Ja. Was immer weiß werden muss. Nicht immer weiß. Abend, Häfen. Guten Abend. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Wow, ist klar. Ja, wer ist denn der Polonese miese? Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, entschuldigt vielmals. Ach, verzeih bitte. Bleib sitzen, du Arschloch! Erst komm ich! Was den Leuten Mensch schon einfällt, ey! Als wenn mich hier keiner sehen würde. Hallo? Als wenn mich hier keiner sehen würde. Ich sehe doch, wenn da ein Typ eine Säule hochklettert. Das ist so spannend. Hallo, lasst euch nicht stören. Oder mietet euch ein Hotel oder sowas. Ich liebe es, in Spielen zu klettern, deswegen liebe ich die Uncharted-Serie auch so. Uncharted sagt euch was, oder? Hoho! Ein Toast auf diese langweilige Vorstellung, die keine Sau interessiert. Ich möchte lieber töten. Ich muss sagen, trotz Aufnahme, es läuft echt gut. Ich weiß es nicht. Stecke ich ihn rein oder stecke ich ihn nicht rein?
Ich steck ihn rein. So, im Kreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden, um den Haken. Okay, nettes Minispiel. Nicht unbedingt fordernd, aber toll. Dann werde ich ja rechnen müssen. Man soll ja in den ersten Stunden des Spiels eigentlich mehr mit dem Typen hier spielen, statt mit dem wirklichen Haupttypen, diesem Connor. Also ich bin ja mal gespannt. Warum sprechen hier eigentlich alle Englisch? Oh, 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 ich sehe. Das geht nicht gut, ich weiß es jetzt schon. Oh, klettern. Ha, war doch gar nicht so schwer. Ich habe mir zwar Splitter an den Fingern gezogen, aber sonst alles okay. Hallo. Hey. Hallo. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Er weiß, was kommt. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Wenn du mich verpetzt, sag ich's deiner Mutter. Guten Abend, die Damen. Okay, die sahen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Und jetzt weg hier. Schnelles Gehen mit A. Schnell gehen, ich halt A gedrückt, aber da kommt nichts. Wow, was geht mit euch ab, ey? Doch, es wird ein bisschen schneller gehen. Was, ein Mann wurde getötet? Wer kann das denn getan haben? Ja, dann wird durch. Ich weiß, ich sehe so aus, aber ich war es mit Sicherheit nicht. Na gut, ich war's. Bewegung. Hey. Ja, jetzt schubst die Frau nicht, ja? Also sowas sehe ich gar nicht gerne. Ich muss hier raus, ey. Ich hab ein ungutes Gefühl. Boah, Alter, wie viele Personen kann dieses Spiel denn darstellen? Ist ja der Wahnsinn. Was hier eine Menschenmasse ist. Entschuldigung, Entschuldigung, bitte, lass mich durch. Ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Es ist eine Oper. Was hast du erwartet? Ein Rockkonzert? Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Also die Finger sind ja mal gar nicht kantig oder so. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und
wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden, oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham,